Also man muss ganz klar sagen, je kleiner die Gruppe, umso besser kann ich natürlich mit den Studierenden in der Präsenzveranstaltung arbeiten. Ja, also je größer die Gruppe, umso weniger Methoden kann ich einsetzen, die auch auf große Gruppen skalieren. Trotzdem, also ich habe Inverted Classroom schon mit 300 eingesetzt. Man kann natürlich auch mit so einer großen Gruppe aktive Lernmethoden einsetzen in der Veranstaltung. Also, dass man die Studierenden mit der Think-Pair-Share-Methode zum Beispiel lokal austauschen lässt und dann immer wieder die lokalen Ergebnisse global sozusagen sammelt in Frontalphasen, um dann wieder in die Gruppenarbeit zu gehen. Also diesen Wechsel, den kann man natürlich auch mit großen Gruppen machen. Mit ganz großen Gruppen, also ich denke jetzt Richtung 1000 plus, da habe ich keine Erfahrung und ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt eine sinnvolle Lernsituation ist, 1000 Leute in einen Raum zu holen, um dann gemeinsam zu arbeiten. Da könnte man vielleicht auch die Gruppe, sich überlegen, ob man die Gruppe nicht halbieren kann oder dritteln oder so, um dann alle 2 oder 3 Wochen mit einer halb oder drittel so großen Gruppe in der Präsenz zu arbeiten. Also solche Varianten könnte man natürlich dann auch fahren, um sozusagen eine Gruppe zu bekommen, mit der man tatsächlich auch noch aktive Lernmethoden einsetzen kann.